Wie schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich zeige euch heute einige Apps, die ich persönlich für mein Self-Care benutze. Auf Deutsch heißt es Selbstfürsorge, Selbstversorgung. Es klingt nicht so cool, deswegen sagen wir einfach mal weiter Self-Care. Und diese Apps benutze ich einfach, um für mich selbst zu sorgen, um mit mir selbst im Reinen zu sein, um gut gelaunt zu sein, um fröhlich zu sein, um meine mentale Gesundheit, mein Mental Health aufrecht zu erhalten. Ich habe tatsächlich 4 Apps, die sich auf Meditation beziehen. Die erste App ist Breathe to Relax und da kann man einfach einstellen, wie gestresst oder wie relaxed man gerade ist und dann zeigt diese App an personalisierte Atemübungen, die man dann machen kann, sowas wie einatmen, ausatmen, wie lange man das machen muss, wie lange man den Atem anhalten muss und so weiter. Dann hat man so persönliche Aufgaben, Atemaufgaben, Atemübungen, um dann wieder runterzukommen, wenn man zum Beispiel sehr gestresst ist. Dann gibt es aber noch richtige Meditation, beispielsweise mit 7Mind. Ich glaube, 7Mind ist eine sehr bekannte App. Ja, aber eigentlich so wie jede normale Meditations-App auch, werde ich auch gleich sehen, dass die meisten Apps eigentlich gleich aufgebaut sind. Ja, da kann man einfach Grundlagen machen, man klickt da einfach auf irgendwas drauf und dann kommt eine Stimme, die einem sagt, hi, mach das und das und mach das und das. Und so geht eine geführte Meditation einfach. Das gleiche ist auch mit Headspace. Ich habe mit Headspace angefangen, weil es dort einen Grundlagenkurs gab. Das heißt, man hatte 10 Tage Meditation, konnte mal jeden Tag auf die App gehen, hatte jeden Tag eine Meditation. Das war so mein Anfang mit Meditation. Ja, und dann gibt es einfach die App Calm und take a deep breath. Oh, ja. Und da gibt es einfach auch geführte Meditation. Hier kann man sich noch mehr aussuchen. Zum Beispiel Sleep gibt es hier noch. Ich kann mich da auch gar nicht entscheiden, welche App ich jetzt am ehesten nehmen würde. Es macht bei mir einfach so die Mischung. Manchmal mache ich das, manchmal mache ich das. Ich habe einfach verschiedene Apps zum Meditieren. Und kurz Real Talk, meine Lichterkette ist einfach zu kurz, deswegen ist es hier so hell und hier ist es so dunkel. Aber wenn ich halt in die Mitte lege, dann verdecke ich das alles, deswegen ist es ein bisschen blöd. Die nächste App heißt Stoic und das ist so eine Art Tagebuch. Und zwar geht man da rein, da muss man so ein paar Aufgaben beantworten, beziehungsweise Fragen beantworten. Dann hat man so seine Morgenroutine und Abendroutine. Dann macht man das halt morgens und abends und dann werden einem morgens bestimmte Fragen gestellt, wie zum Beispiel, auf was freust du dich den Tag über, für was bist du dankbar, wie fühlst du dich gerade. Das gleiche machst du auch abends. Ich muss dazu sagen, dass ich das nie mache. Leider mache ich das nie, weil ich irgendwie das immer vergesse oder ja. Aber ich fand es eine sehr coole Idee, deswegen will ich es auch nicht löschen. Und vielleicht macht ihr das ja. Dann habe ich zwar noch eine App drauf, die heißt Cookie Dough. Und ich glaube, ich muss euch nicht wirklich vorstellen, weil es geht halt um unseren Thermomix. Es sind einfach so Rezepte und dann die Anleitungen zum Thermomix. Also der Thermomix ist so eine Art Küchenmaschine, wo man auch was kochen kann. Ich glaube, das ist jetzt nicht so interessant. Da sind auch verschiedene Rezepte einfach. Ja, und dann haben wir jetzt das Reading List und ich liebe diese App eigentlich, weil es mich motiviert, mehr zu lesen. Da kann man nämlich die Bücher eintragen, die man noch lesen möchte, die man gerade liest, die man vielleicht schon gelesen hat. Und dann kann man immer seinen Lesestatus eintragen, wie weit man schon ist. Und dann kann man noch abhaken, wenn man schon fertig ist. Und eigentlich ist es ein bisschen, eigentlich braucht man es nicht wirklich, aber ich finde es irgendwie cool und inspirierend und motivierend. Deswegen mache ich das eigentlich gerne. Leute, ich liebe diese App. Es geht um Ernährung und diese App heißt Daily Dozen. Es geht im Endeffekt darum, dass man auf all seine Nährstoffe kommt an dem Tag. Man hat da so verschiedene Sachen aufgelistet und dann kann man die so abticken, abhaken, wenn man das schon gegessen hat heute. Zum Beispiel hier Beans habe ich schon gegessen, Berries habe ich schon gegessen, ich habe heute schon ein paar Nüsse gegessen, ich habe heute schon eine Exercise gemacht, also ich habe mich heute schon bewegt, ich habe schon mein Vitamin B12 genommen. Ich habe heute tatsächlich noch nicht mal wieder Vitamin B12 genommen, aber das mache ich auch immer abends. Ja, ich weiß nicht, ich liebe so Apps irgendwie, die mich so daran erinnern, was ich machen muss. Ist so ein bisschen für mich wie eine To-Do-Liste. So eine To-Eat-Liste. To-Eat ist eigentlich voll cool. To-Eat-Liste ist echt geil. Aber dazu muss ich auch sagen, dass ich wieder so bin, dass ich es gefühlt fast nie mache. Also ich versuche es immer zu machen und ich finde die Idee dahinter so cool. Ich weiß nicht. Habt ihr irgendwie Tipps, dass ich mich motiviere, das immer zu machen? Ich bin irgendwie immer, ich vergesse es immer, wenn ich irgendwas esse, das dann da einzutragen. Aber ich sollte es mir machen, weil es echt eine coole Idee ist. Und die letzte App heißt I Am. Und I Am, also ich bin, sind einfach die heftigsten und mächtigsten und krassesten Wörter, die man sagen kann. Deswegen mag ich diese App einfach so, weil diese App schickt an mich jeden Tag Affirmationen. Das heißt, ich kriege irgendwann, ich glaube, ich habe eingestellt, 6-mal am Tag oder so, kriege ich eine Affirmation als Benachrichtigung gesendet. Das sieht ungefähr so aus. Oder so aus.
Ja, ich kann noch in die App reingehen, dann sehe ich doch ein paar Affirmationen, aber das mache ich eigentlich nie. Und es geht im Endeffekt darum, dass man glücklicher und zufriedener wird. Ich habe das mit den Affirmationen schon mal in einem Video von mir erklärt. Aber Affirmationen können so viel bewirken in seinem Mindset und deswegen finde ich das eine sehr gute App. Das waren jetzt auch schon die Apps. Vergesst nicht, irgendwas Liebes zu kommentieren und auch eure Lieblings-App zu kommentieren. Dann sehen wir uns auch am Sonntag oder Donnerstag. Mein Check ist heute. Egal, wir sehen uns aber bald wieder bei einem neuen Video auf meinem Kanal Lara Emily. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis dann.